Das funktioniert sogar ganz gut. Kann ich eigentlich jetzt noch mal ein paar Punkte verteilen? Ja, kann ich. So. Ach nee, bleib, oder? Komm, verteilen wir hier auch noch mal kurz die Punkte. Warte, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Wie war ich die Skillung am besten? So. Einmal dahin. Dann will ich einmal kurz hier gucken. Und zwar packe ich das einmal rein. Packe ich das einmal rein und packe ich das einmal rein schon. Dann mit dem hier. Okay, hau ich alles erstmal auf das Ding. Anwenden. Ja. Dann gehe ich aber kurz hier wieder rüber. Warte mal, habe ich das ja auch angewendet? Dann hier wieder rüber. Und hier einmal natürlich dasselbe. So. Perfekt. Also, Punkt jetzt mal verteilt. Wir sind glücklich. Fünfzehn Minuten habe ich noch. Leider noch zu wenig für ein Haus. Aber wir wollen ja sowieso ein großes. Was benötigt ihr? Hört meine Worte. Nein. Wir haben genug gequestet. Unsere Hauptquest ist genau mit unserer. Das passt gerade. Ja, warum, wenn nicht noch mehr Quests? Ich bin jetzt zurück, okay. Nehmen wir mal. Jetzt entfernen wir alles. Jetzt kümmern wir uns nochmal ganz schön um die Bezwingertat. ...43 Minuten, ja, das passt. Oh, sind das Anfänger? Aber trotzdem andere. War noch ein kleiner Anfang. Es ist schön, wenn man mal vier Leute im Spiel trifft. Das ist so eine Seltenheit geworden. Wäre ja schön, wenn es Tag wird, wenn wir ins Auenland kommen. Vor allem im Auenland müssten wir eigentlich gar nicht so viel questen. Weil das ja auch gar nicht unser Startgebiet ist. Aber es gibt halt eine Questreihe, die ich da halt abholen möchte. Aber vielleicht schaffen wir auch das heute noch. Es hängt jetzt davon ab, wie kooperativ die Wölfe sind.
ob sie nicht schon niedergemetzelt wurden. Ne, da sind sie. Hallo Wuffis. 16 von 60. Naja. Von 60. Doch, die armen Wölfe. Aber immerhin muss man dieses Mal keine Ratten töten. Wir hätten das wirklich am Anfang machen sollen. Mein heulender Wolf. So, Mama. Meine. 15 brauchen wir noch. 15 Stück, dann bin ich zufrieden. Musst du jetzt in deine Felsen gehen? Dein Ernst? Ich sag dir, Wölfe sollten kooperativ sein. Genau das Gegenteil davon. Den hab ich 60. Tschüss. Komm her, Nummer 38. Tschüss. Oh Gott, ich liebe diese Klasse. Ich hoffe, die Würfel spawnen jetzt so langsam wieder. Ich hab gleich ein Problem. Gott, hier alle Würfe aus. Ach, komm schon. Weil da ein Baum ist? Verarschen. Ist auch noch um den Baum herum. Oh. Da haben wir. 46 von 60. Komm her, Nummer 50. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Wolf mit Wasser töten. Oh. So, Bezwingertat abgeschlossen. Wir können das Gebiet verlassen. Weg hier. Alles ready. Bekannte der Einwohner von Thorins Halle. Freundin der Einwohner von Thorin. Ich habe gleich zwei Dinger. Okay. Ich habe einfach mal ein Ding übersprungen. Nett. Wirklich? Okay, nett. So, finde ich gut. So, bereit fürs Auenland? Es darf auch gerne wieder hell werden. Ich sehe die Dämmerung da hinten. Morgengrau.
Ja, oh Land. Die Nacht ist doch auch cool. Ja, das stimmt, aber. Ich meine, Auenland bei Tag wäre halt auch mega, ne? Es sieht auch schon nachts schön aus. Hast du recht. Aber der Tag ist mir halt trotzdem noch lieber. Das Auenland ist. Ich weiß gar nicht, was du hast, Lotharer. Ich weiß gar nicht, was du hast. Auenland ist toll. Gut, du hast diese Post und diese Kuchenquest. Aber ey, sonst ist alles super. Gut, und Bingo Boffin, der macht mir so ein bisschen einen an der Waffe hat. Aber sonst. Und die Sackerbeutel. Ach, sonst ist das Auenland toll. Es sieht zumindest schön aus. Finde ich. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Ist halt cool, Auenland mal zu bereisen. Da unten waren wir. Da hinten waren wir auch. Hase mit Büchlein. Ja, auf Häuserschau gehen wir erst, wenn wir uns das auch leisten können. Noch sieht das ein bisschen spärlich aus mit den Häusern. Hallo, Zuret! Ja, ich weiß, der Server wird in 45 Minuten für den Update, fürs Update heruntergefahren. Ich weiß es. Lange nicht mehr gesehen, das Game. Ja, stimmt. Stimmt. Ja gut, ist allgemein auf Twitch auch nicht so groß am Spielen. Also sieht man ja kaum noch. Ich finde das Spiel toll. Was damals gezockt, als es noch das Abo-Modell gab. Ja, ich glaube, ich habe kurz danach, als es weg war, habe ich dann damit angefangen. Weil ich wollte mir das halt nicht, ne? Wir spielen genug auf Twitch. Echt? Also ich habe jetzt einen gefunden. Zumindest, wo man es auch ganz gut gucken kann, finde ich. Ja. Aber sonst. Zumindest nicht mehr so viel wie früher. Free-to-play wurde es von Mal zu Mal schrecklicher. Was geht? Was geht? Wie weit hast du denn damals gespielt, Zuret? Weil ich habe mir jetzt, also es gibt ja jetzt, bevor das neue Addon kommt, wurden jetzt ja einige Sachen vergünstigt. Es gibt ja einmal diesen Code, womit du dir jetzt alle Aufgabenpacks holen kannst. Inklusive für 99 Taler die Packs von Moria bis Mordor. Also du hast dann, glaube ich, Moria, Düsterwald, Isengard, Helmsklamm, Rohan, Mordor. Die 6 kannst du jetzt halt gerade relativ günstig holen. Sehr Dank. Danke, dass. Also, großen Dank an Lautra. Weil sonst hätten wir das nicht gewusst. Ich habe da gestern Abend nämlich nochmal den Code eingelöst. Direkt nach. Oder, naja, noch direkt im Stream eigentlich. Was kam nach Moria? Düsterwald. Düsterwald war das nächste. Jetzt hier schon alles gemacht, was ich machen wollte. Ja, ich glaube, hier kann man auch gerade gar nichts machen. Ja, Düsterwald war's. Ich war, der heißt auch mal nicht so. Warte mal. Muss ich einmal kurz gucken. Did it.
Der genaue Name lautet die Belagerung des Düsterwalds. Das war die genaue Erklärung. Also der genaue Titel. Schnell einloggen und einlösen. Ja, es gibt jetzt einen Code, womit du dir, wie gesagt, Moria, also Moria Belagerung des Düsterwalds und so kannst du dir für 99 Taler kaufen und alle Aufgabenpacks durch dieses, durch diesen Code. Warte mal. Muss ich gerade mal gucken. Und tada! Da hast du jetzt in dem, also dieser Couponcode gewährt halt für dein Konto, was du dann hast, halt die Aufgabenpacks Zentrum Gondors, Ostgondor, Westgondor, Wildemark, Angmar, Endways, wie auch immer man es ausspricht, Region, Eventim und alle anderen Aufgabenpacks halt. Und im Shop kannst du dir dann, wie gesagt, die Erweiterungsaufgaben für 99 Punkte kaufen. Okay. Ich hab's ja nur gut gemeint. Ich bin auf beiden. Aber spielen tue ich jetzt gerade mit dem Schach hier auf Belega. Mein Privatschach ist auf Guay hier. Also ich spiele auf beiden. Hier habe ich halt jetzt nur angefangen, weil ich ja Punkte hatte. Da hatte ich diese Mithril-Münzen. Und damit konnte ich mir dann halt das Reiten direkt kaufen und musste nicht warten. Ich meine ja zu Red, aber es stört soweit, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt mit Mian hier schon mal gespielt. Also eigentlich. Jo. Ich weiß aber nicht, wie viele hier von jetzt halt wirklich noch RP machen. Man sieht halt keine Leute. Die sind alle weg. Also nicht weg, sondern in den neuesten Gebieten tun sie alle rum. Ob es die Stadtwache von Bre noch gibt. Maybe. Ich weiß gar nicht, ich habe das letzte Mal, ich habe hier mit Kaya damals angefangen. Also Anfang des Jahres angefangen. Und seit April, glaube ich, habe ich eigentlich Herr der Ringe nicht mehr angefasst gehabt. Und jetzt hatte ich irgendwie mal wieder Lust drauf. Und ja. Dann hatte ich mir gestern halt einen neuen Char erstellt. Meine Hochelben. Hundbewahrer. Und ja, ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Mein Pferd übrigens auch. Genug gewirrt. Wie ist das Wertebefinden? So, hier nehme ich jetzt erstmal keine Quests an. Ich nehme hier nur Sachen an, die leuchten. Ja gut, die Briefträger-Quests dann irgendwann. Irgendwann mal. Gelobt sei das schnelle Internet. Dürfte ich euch um Hilfe bitten? Das hier? Auch wenn es euch sicher lästig ist, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich glaube, die Neuner. Ja, die Neuner ist es. Weil diese kleinen grauen Dinger nehme ich nicht an. Ich nehme nur all das an, was leuchtet. Außer das für die Briefträger. Die Briefträger-Quest nehme ich auch an. Aber nur nicht jetzt. Da ja bald der Server erstmal abgeschaltet wird. Muss ich was ranhalten. Ich möchte Bingo buffen. Wir müssen an Michel Binge. Ist das ewig her. Ja, aber es ist schon eine Perle. Nein, Hilfe. Will man reiten kann. Also ich habe hier echt schon sehr, sehr viel Zeit drin investiert. Weiß gar nicht, wie viele Stunden habe ich jetzt.
bei 300 Stunden insgesamt in dem Spiel. Bin jetzt, glaube ich, bei 290. Also, ja. Yeah. Und es kommen noch mehr Stunden drauf. Vor allem, weil wir jetzt ja bis Mordor spielen können. Dichü. Ich brauche eh für jedes Gebiet 3 Jahre. Wobei, gut, das erste Gebiet ging jetzt recht schnell. In dem Game finde ich ja die Geheimtitel so toll. Ja, stimmt. Ich versuche mich ja gerade an dem Titel bis Level 20 nicht sterben. Dann kriegst du ja auch einen Titel. Versuch's mal. Vielleicht kriegen wir's hin. Vielleicht schaffen wir's. In Moria an bestimmten Stellen in den Tod springen und du bekommst blinde Springerin. Ja, das würde ich wahrscheinlich ausprobieren. Ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht, davon mal ganz abgesehen. Weil ich liebe es, von irgendwo runter zu springen. Meistens, um zu gucken, ob ich mir was gebrochen habe. Das schaffst du mit Level 20, ja. Aber es ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht klingen mag. Es, je nachdem, mit welcher Klasse du drin bist und wie weit du spielst. Wenn du alles abquestest, ist es easy. Wenn du, wie ich als Bade, in die eine Inni hier im Auenland, also in die eine Instanz im Auenland bist, du kriegst so den Arsch versohlt in der einen Instanz. Du kriegst so den Arsch versohlt. Da habe ich es nicht geschafft. Ich habe mich geärgert. Ich glaube aber mit meinem Ilb hier werden wir es eigentlich ganz gut hinkriegen. Sollten wir eigentlich. So, Bingo Boffin. Wo bist du? Nee, da bist du nicht. Bingo. Da bist du. Hallo, Bingo. Ich wünsche euch einen guten Tag. Hast du mal in den Himmel reingeguckt? Wenn ihr einen Moment Zeit habt, dürfte ich euch dann um einen Gefallen bitten? Mein Name ist Bingo, von den Bingo Boffins. Es kommt nicht oft vor, dass neue Leute den Weg an meiner Höhle entlang kommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich fühle mich in letzter Zeit etwas einsam und könnte einen festlichen Anlass gebrauchen, der meinen Schritt beschwingt und mir etwas gibt, womit ich mich beschäftigen kann. Vielleicht ein großes Abendessen? Ja, das hört sich hervorragend an. Ich werde alle meine Nachbarn einladen und euch natürlich auch. Könntet ihr vielleicht zum Markt von Michelbinge gehen und einen Blick auf den Waren dort werfen? Berichtet mir, was besonders appetitlich aussieht, und das sollte als Inspiration für einige Gänge des Abendessens genügen. Der Markt befindet sich südöstlich von meiner Hobbithöhle. Ja. Eine wunderschöne Questreihe. Ist hier noch irgendwas? Ja gut, hier sind die Postquests. Aber Postquests machen wir noch nicht. EP-Händler. Für eine Aufgabe? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Sprecht mit dem Unterkunftshändler in Iriador. Okay. Jetzt machen wir einmal. Das ist hier VIP-Belohnung. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja. Was kann ich für euch tun? Irgendwo da hinten gibt es auch noch was. Muss ich dafür absteigen? Oder? Ja. Leider muss ich dafür absteigen. Nur knapp eine halbe Stunde haben wir noch. Dann wende ich erstmal das Essen ein. Da hinten gibt es auch einen Kuchen. Hey.
für mich? Bitte wartet eine Minute. Wollen wir das Landbüro? Das andere? Um Auenländer Dreh. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Okay. Das nehme ich auch an. Weil hier startet man dann ja als Hobbit. Deswegen ist das deren Questgebiet. Nein, ich habe vergessen, einen Kuchen zu machen. Hier hingesetzt. Hat super geklappt. Ich habe vergessen, den Kuchen mitzunehmen. Ist er noch? Nee, den hatte ich. Okay, dann hat irgendwas anderes nicht ganz funktioniert. Nehmen wir das noch mit. Jetzt aber. Oh. 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 130er. Hui. Hui. Gut, dass man keinen Schaden dafür kriegt, dass man irgendwo gegenknallt. Nur beim Runterspringen. Ist euch auf dem Markt etwas ins Auge gefallen? Bingo hört euch aufmerksam zu, während ihr von den schmackhaften Zutaten auf dem Markt berichtet. Das ist wunderbar und zugleich schrecklich, denn jetzt fällt es mir noch schwerer zu entscheiden, was ich meinen Gästen auftischen sollte. Ich brauche mehr als nur einen Bericht über Zutaten. Ich brauche ein Kochbuch. Es gibt eine Bibliothek in Großmials in Buckelstadt. Würde es euch etwas ausmachen, für mich zur Bibliothek zu gehen und ein Kochbuch für mich zu besorgen? Vielleicht finde ich darin eine passende Inspiration für mein großes Abendessen. Aber nur vielleicht. Also nach Buckelstadt. Haben wir Zeit dafür? Ich glaube. Darf ich euch einen Moment eurer nach Wegscheid. Okay, komm. Machen wir hier einmal so eine Post-Quiz. Und jetzt dürfen wir uns nicht entdecken lassen von diesen komischen Augen, die hier rumlaufen. Das sind alles neugierige Hobbits. Wenn die uns erwischen, dürfen wir den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Quetsche ich mir ja gerade so die ganzen Sachen lang. Die Quest kenne ich noch, ja. Ich glaube, die bleibt einem auch im Gedächtnis. Wie gesagt, dasselbe gibt es ja auch mit Kuchen. Wo du den Kuchen transportieren musst. Eine wunderschöne Questreihe. Aber Wegscheid ist ja Gott sei Dank nicht weit weg. Ist ja unser Glück. So. Und da ist unser Postfrägel schon. Hallo. Was ist meine Quest? Wie ist das Wertebefinden? So. Bitte wartet eine Minute. Nach Nadelhol. Okay, Nadelhol ist jetzt die komplett falsche Richtung. Da müssen wir nicht hin. Wauzi hat gerade wieder irgendwas angebildet da oben. Wahrscheinlich ist jemand zu nah am Haus entlang gegangen. Da muss ich hin. Da geht's nach Buckelstadt. Ah, Keiler. Ja. Hier müsste eigentlich auch schon Buckelstadt sein.
Ja, sieht gut aus. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Stufe 12, ja. Das können wir auch einmal annehmen. Dann einmal hier hinein. Auch wenn es euch sicher lästig ist, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Dürfte ich euch um Hilfe bitten? Okay. Jetzt ist es, glaube ich, eher die Neuner. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Es ist die Neuner. Ja, kann ich euch behilflich sein? Ihr erzählt Donna Mira, dass ihr ein Kochbuch für ein großes Abendessen mit Gästen sucht. Daraufhin beginnt ihr Gesicht zu strahlen. Sehr gut, sehr gut. Es gibt keinen Tag, der nicht durch ein schmackhaftes Mahl mit Freunden aufgehellt werden kann. Eines der Feinkochbücher hinter mir sollte passend sein, denke ich. Das erinnert mich so an die Beta-Server. Echt? Kenne ich leider nicht. Nicht mehr. Die Server stehen in dem Haus viele NPCs. Echt? Ja. Jetzt ist... Ja, hier ist nicht besonders viel los gerade. Dich auflöffeln lassen und dir die Items geben lassen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ach, wir brauchen Bärenfälle noch. Na gut, dann holen wir einmal die Bärenfälle. Brauchen wir ja das hier. Boah, Poststelldienst, wenn ich das hier schon wieder sehe. Jesus. Und 10 dafür, für erfüllte Aufgaben. 15. Ja. Naja. Mal gucken. Vielleicht müssen wir dann noch kleine Quests machen. Wir werden es dann sehen. Punkte sammeln brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben jetzt das Modo ja alles. Wobei doch auf ein Reittier möchte ich mich sparen. Für ein Reittier wäre es noch sinnvoll. Ich haben möchte. Komm her. Ja. Wir stellen uns einfach mal hier hin. Ist aber eigentlich auch mies, so von oben einfach mal die Fälle da zu verbrennen. Die armen Bären. Ich kann mal vorne, nach vorne hinwegfallen. Im Berg. Nein! Ah, ich fahr den nicht runter. Okay, nein. Passiert. Bärenpelze zu Aselatuk. Na, ich hoffe, er freut sich über seine Bärenpelze. Und dann machen wir noch ein bisschen Bingo-Boffeln. Und dann müssen wir uns ja leider gleich schon ausloggen. Bitte, lasst mich mit meinem Kummer allein. Und vielleicht können wir das dann ja heute Abend nochmal weitermachen.
Sofern es kein großes Update ist. Auch wenn es euch sicher lässt. Das ist die Scheißquest. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Mit dem blöden Geist. Was denkt ihr, es wäre ein Geist? Okay. Raus. So, Edelina ist hier hinten. Was manche Leute sich rausnehmen. Mit Keilerrippchen. Okay, die können wir uns auch auf dem Weg nach Michelbinge suchen. Glaube ich, hoffe ich. Ja. Die kann man überall kriegen. Dann erstmal zurück nach Michelbinge. Wenn wir unterwegs Keiler treffen, werden sie niedergemetzelt. Da ist einer. Da ist auch noch einer. Oh, und der auch noch. Okay, wir kriegen die drei Keiler jetzt schon zusammen. Hier. Komm her. Oh, auf Rippchen könnte ich ja auch mal wieder, ne? Früher haben wir im Sommer immer Rippchen gegessen. Hm, dieses Jahr noch gar nicht. Ich hab Bock auf Rippchen. Sind halt immer nur so blöd zu essen. Finde ich. Und man kann halt auch mega Pech haben und da ist halt einfach nichts dran in diesen Dingern. Die schmecken so gut. Hätte ich richtig, ja. Bingo, wir eilen. Ja, dann gehen wir die eine Quest noch ab. Wir machen eine kurze Pause. Dann kommt das nächste Spiel. Weil da noch was Großes anfangen, lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Schaut euch leer aus. Ja, es liegt aber halt auch daran, dass viele ja schon im Endgame sind. Also im ersten Gebiet, im Startgebiet der Elben, da haben wir tatsächlich gestern recht viele sogar noch getroffen. Also viele. Nicht vergleichbar mit FF14 jetzt, aber schon mehr als wie man hier jetzt zum Beispiel sieht. Aber ja. Es wird halt auch kaum Werbung großartig für das Spiel gemacht. Es wird eigentlich fast nichts dafür getan, dass neue Leute in dieses Spiel finden. Es wird Content produziert und viele lassen sich halt wirklich von einem hohen Level abschrecken, ne? Bei 130 als Max-Level, da denken sich wahrscheinlich viele so, upf, ja, das schaffe ich eh nicht. Nee, kein Bock. Geh da mal wieder. B-Server mehr, sonst wäre da noch mehr, ja. Also wie gesagt, hier in den Startgebieten siehst du halt eh kaum was. Aber im Chat merkst du dann halt schon, okay, es suchen halt wirklich noch Leute Gruppen und so. Aber ich glaube, dann halt wirklich eher für die End-Dungeons und Raids. Hier ist halt wirklich nicht mehr so viel. Weil halt auch kaum noch einer anfängt. Aus wie dieses Ding. Moment. Und ich glaube auch, die einzigen Anfänger, die hier rumlaufen, sind die Leute, die sich einen Twink machen. Und dann mit dem 2, 3, 4, 5, 6 Char hier rumlaufen. Das ist das, wovon ich eher ausgehe, als dass es wirklich neue Spieler sind. Aber, ja. Vielleicht kriegt man ja welche dazu. Hybrid und Mappa überlegen ja auch, ob sie Herr der Ringe online spielen. Die schrecken auch ab mit dem Preis, das stimmt. Das stimmt. Wobei du es ja wirklich, wenn du dieses Buch der Taten machst, du kannst es ja eigentlich komplett kostenlos machen. Du musst dich halt dran setzen. Und es ist schon eine Menge Arbeit, dieses scheiß Buch der Taten von Gebiet zu Gebiet zu Gebiet zu machen. Und dann wirklich alles abzuarbeiten. Die Zeit musst du halt erstmal finden, ne? Man hat nur ein Lifetime-Abo, ja. Oder das.
Gut, oder du holst dir halt nur manchmal diese Punkte dazu. Da finde ich das jetzt halt mit dem Code halt mega geil, dass du dir halt alle Aufgaben packst und halt von dem ersten Pack bis zum sechsten, also bis Moro, das halt nur für 99 Taler im Ingame-Shop holen kannst. Weil 99 Taler sind recht easy zu verdienen. Also das finde ich dann schon mal ganz gut. Aber ich glaube, solche Aktionen gibt es halt auch nicht so oft. Wenn du dir jetzt die zwei neuesten Abos so in echt kaufen möchtest und dann zum Beispiel auch die Ultimate Edition, ja, dann darfst du deine 100 Euro hinblechen. Da denke ich auch so, okay, gut, so viel Geld gebe ich dafür nicht aus. Das wird bei Ingame-Punkten bleiben, weil ich gebe keine 100 Euro für so ein scheiß Ding aus. Nur weil da ein Pony und ein Begleiter und ein paar Tierwerke bei sind. Und das machen sie halt, ja, desto mehr halt kommt, ne? Ich will gar nicht wissen, wie teuer das neueste Abo, also das neueste Ding dann wird. Das Game hat auch schon ein paar Firmen hinter sich. Ich glaube, es wurde zweimal weitergereicht. Ja gut. Aber es werden bestimmt noch genug spielen in den höheren Dungeons. Weil sonst würden sie, glaube ich, nicht mehr so viel Content produzieren. Aber es sind halt schon echt heftige Preise. Was halt gut ist, dass halt diese 6 Dinger für 50 Euro. Ich meine, 6 Addons für 50 Euro ist wirklich ein Schnäppchen. Wenn du bedenkst, wie sie eigentlich kosten. Wenn du sie dir so holst. Das ist da schon angenehmer. Aber wie gesagt, 117 Euro, glaube ich, für Minas Morgul, wenn du alles haben möchtest. Heftig, echt heftig. Das sieht richtig gut aus. Bingo nimmt das Kochbuch und blättert ein wenig darin. Dabei fällt ein gefaltetes Stück Papier zwischen den Seiten heraus. Der neugierige Hobbit hebt es auf und sieht es sich an. Was ist das denn? Eine Karte? Jemand hat eine Karte in diesem Kochbuch gelassen. Hügelgräberhöhen, Wetterberge, Steintreulichtung. Seht euch nur diese Bilder an. Glaubt ihr, diese Orte gibt es wirklich? Ach, ich sollte mich nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Ich habe ein Abendessen zu planen. Bringt die Karte zum Martumhaus. Ich brauche sie nicht und ich will sie auch nicht. Okay. Schon so gut wie fest. Ja, okay. Also Hybrid holte sich definitiv, er hat seine Seele schon dem Spiel verschrieben. Turbinencode Master, keine Ahnung, wie die jetzige Firma ist. Weiß ich auch nicht. Aber stimmt. Codemaster kenne ich auch noch. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Aber die erste hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Seid gegrüßt. Ihr habt ein ungeliebtes und ungewolltes Objekt, für das es keinen Platz gibt? Aber ihr bringt es nicht übers Herz, das vorzuwerfen? Dann gebt es mir und ich verwahre es mit all den anderen Martums, die mir anvertraut wurden. Brombard streckt die Hand aus, um die Karte entgegenzunehmen, aber dann sieht er etwas aus dem Augenwinkel und zögert. Ich war wohl etwas voreilig. Scheinbar gibt es doch jemand, der dieses Martum haben möchte. Und er beeilt sich sehr, um es zu bekommen. Hallo Bingo. Ich habe meine Meinung geändert. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will nicht, dass die Karte zum Staubfänger im Martumhaus wird. Ich will mehr über die Orte erfahren, die auf ihr zu sehen sind. Ich will über die Wetterberge spazieren. Ich will Bruchtal sehen. Gibt es dort wirklich Elben? Ihr seid elbisch. Wart ihr schon an meinem Bruchtal? Nein. Ich behalte die Karte doch. Und mit ihrer Hilfe werde ich meine Abenteuer planen. Kehren wir zu meiner Hobbithöhle zurück und treffen wir einige Vorbereitungen. Game habe ich schon. Schal ist auch schon da. Gold ist eingelöst. Vielleicht hole ich mir die 6 Erweiterungen für jeweils 1 Euro, dass es nicht mehr lange so billig ist. Das stimmt. Also wie gesagt, ich habe ja gestern dann auch zurückgeschlagen. Ich hatte hier noch ein paar Punkte. Habe das dann gestern auch gemacht. Moria Düsterwald hatte ich. Und dann habe ich ja Isengard, Rohan, Helmsklamm und Mordor noch mit reingeholt. Das heißt, wir haben jetzt bis das 65, glaube ich. Aber ich werde eure bis 115. Bis 115 haben wir genug Content. Und danach sollte ich eigentlich genug Punkte haben, dass wir uns die anderen Sachen auch holen können.
Ah, es wird etwas dauern, bis ich mich von dieser Übung erholt habe. Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gerannt. Und doch bin ich aufgeregter als je zuvor. Ein Abenteuer, das ist genau das Richtige. Aber es sind... Aber es sind einige Vorbereitungen nötig. Ich werde eure Hilfe brauchen, um diese Reise antreten zu können. Sucht nach Bert Bartelsmann in der Nähe der Stelle von Michael Binger, um Bingo-Abzeichen gegen Belohnung einzutauschen. Ich muss mich auf das Abenteuer vorbereiten. Das nehmen wir beim nächsten Mal an. Beziehungsweise vielleicht nachher. Wenn ich, wenn man sich ja nicht unbedingt jetzt was runterladen muss nachher. Wenn ich einfach weiterspielen kann. Ist ja immer unterschiedlich. Dann gehen wir noch einmal kurz zu den Stellen. Und aktivieren die einmal ganz kurz. Hallöchen. Wie ist das Wertebefinden? So. Dann loggen wir uns hier schon mal aus. Dann gehe ich ganz kurz aufs Klo. Dann wechseln wir das Spiel.